Herzlich willkommen in der Ethnometer Akademie. Heute geht es um Vitamin D und dazu habe ich die große Ehre, hier begrüßen zu dürfen bei mir in meiner Praxis Herrn Professor Spitz, der Vitamin D-Papst in Deutschland. Seit vielen, vielen Jahren beobachte ich Ihr Tun und Wirken, ich würde schon fast sagen 15, 20 Jahre ja, bestimmt. 15 sind's, ja. Und bin immer wieder begeistert davon, wie exakt Sie hier eine Studienlage darstellen und wie klar diese Ergebnisse definiert sind. Und gleichzeitig bin ich wahnsinnig überrascht, wie stark auf der anderen Seite das ignoriert wird. Ja. Gerade heute von der Politik, gerade wenn es um Corona geht, möchte ich fast sagen, ich bin erschüttert, dass hier nicht weiter hingeguckt wird, wie viel Gutes man den Menschen doch tun könnte, wenn man es mit der Gesundheit wirklich gut meinen würde, wenn man sie nur ausreichend mit Vitamin D versorgen würde. Als ein Beispiel. Zunächst mal vielen Dank, dass wir uns dieses Thema annehmen dürfen. Ich erzähle gerne noch mal was. Wem es schon an Ohren rauskommt, der kann weghören. Aber das Thema ist und bleibt hochinteressant, hochaktuell, weil es in den letzten 10, 15 Jahren nicht nur bei einer einmaligen neuen Entdeckung geblieben ist, nämlich dass Vitamin D ein Hormon ist, kein Vitamin, was man essen kann, sondern ein Hormon ist, was wir in der Haut selber machen können. Immer noch auch zu 90% machen müssen. Und wenn wir das nicht tun, weil im Essen so gut wie nichts drin ist, dann werden wir entsprechend unterbelichtet. Und unterbelichtet ist nicht gut, eindeutig nicht gut. Also von daher gibt es immer noch neue Erkenntnisse darüber hinaus in den unterschiedlichsten Krankheiten und natürlich auch in den Infektionskrankheiten. Und das liegt einfach daran, dass unser Immunsystem ohne Vitamin D nicht funktioniert. Schlicht und ergreifend. Sie sagten ja einmal so schön, das habe ich mir gemerkt, Sie sagten, unterbelichtete Menschen leben etwa bis zu 10 Jahre kürzer. Ja. Und gleichzeitig, wenn man es mit Rauchern vergleicht, ist es etwa ähnlich. Ja. Nicht? So wie der Raucher sein Leben um etwa 10 Jahre verkürzt, so verkürzt auch derjenige, der einen zu niedrigen Vitamin-D-Spiegel hat, sein Leben signifikant. Es war etwas weniger als 10 Jahre, aber derjenige, der raucht und nicht in die Sonne geht, der hat den doppelten Effekt. Das heißt also noch schlimmer. Also es ist wirklich Katastrophe. Und daran kann man das Grundprinzip ablesen, dem ich anhänge, aber Sie ja nun genauso, dass der Körper bestimmte Substanzen braucht. Oder dass der Körper gegen bestimmte Substanzen nicht immun ist, sondern davon negativ beeinflusst wird. Und das ist eine ganz neue Forschungsrichtung geworden, die man Exposom nennt. Das heißt, was habe ich in meinem Leben an Mängeln erlitten und was habe ich alles an Mist in meinem Leben gesammelt? Das Exposom. Und die Summe aller dieser Dinge zusammen ist entscheidend, ob mein Körper gesund bleibt oder ob er krank wird. Und da ist Vitamin D einer davon, aber eben ganz wichtiger, weil die Natur musste vor Millionen von Jahren das Problem lösen, dass die Sonne der Energieträger auf der Erde ist, aber gleichzeitig diese Energie hochenergetisch ist und dem Leben zusetzt. Das heißt, bestimmte Moleküle auch zerschießen kann. Und wenn man also die Sonne genießt, muss der Körper anschließend die zerschossenen Moleküle, durch die Strahlung zerschossenen Moleküle, wieder reparieren. Das kann er ohne Probleme, weil er es über Millionen von Jahren geübt hat, Klammer auf, aber nur, wenn er in einer Verfassung ist und wenn er dafür wieder die nötigen Substanzen hat, wie zum Beispiel die Mikronährstoffe in Obst und Gemüse. Das ist also eindeutig belegt, das hat die Uni in Düsseldorf hat das gemacht. Der hat Studenten auf den Grill gelegt, also unter eine Höhensonne, und hat gemessen, wie lange die Studenten gebraucht haben, bis sie rot wurden. Ja, minimales Erythem. Und dann zeigte sich, dass die Studenten, die vorher in den Genuss einer schönen Tafel Schokolade, ja, da sind Polyphenole drin, wer also eine Tafel Polyphenole reingezogen hatte vorher, hat 20% länger gebraucht, bis er rot wurde, gegenüber denen ohne Polyphenole. Mhm. Das heißt, es ist alles miteinander verbunden und wenn der Körper alles hat, was er braucht, dann kann er auch solche Herausforderungen stemmen. Wenn er aber in einer Situation ist, dass er nicht reparieren kann, weil er die Reparaturstoffe nicht hat oder, dann ist er dem ausgeliefert und dann wird er krank, schlicht und ergreifend. Ich sehe immer, dass Vitamin D einer so der ganz herausragenden Stoffe ist, so wie auch Omega-3, das nächste. Beta und ja, ja. Omega-3, das aktive Omega-3, wie ich es nenne. Aber das Vitamin D hat ja nochmal so diese besondere Korrelation zu den Zivilisationskrankheiten. Also man könnte fast meinen, seit der Mensch sich anzieht und immer mehr
sich einhüllt und seine Sonnensäge regelrecht einpackt und dann auch gar nicht mehr rausgeht, nur in geschlossenen Gebäuden, ist in dem Maße, wie die, sind auch die Zivilisationskrankheiten angestiegen. Ja. Also nicht nur durch Stress und Industrie, sondern auch durch wirklichen Mangel an etwas, das wir nur auffangen können, wenn unsere Sonnensegel ab und zu mal ausgebreitet sind. Ja, oder wir ersetzen es durch ein künstlich hergestelltes, was Gott sei Dank naturident ist, also nicht so wie in den 90er Jahren letzten Jahrhunderts, wo Pharma andere Hormone künstlich hergestellt hat, die weiblichen Hormone künstlich hergestellt hat, gegen die Wechseljahre, wo man aber aus Kostengründen nicht die Naturidenten genommen hat, da kann man nicht kein Geld mehr machen, sondern man hat patentierte, neue, modifizierte Hormone genommen und die waren natürlich voller Nebenwirkungen. Das ist beim Vitamin D Gott sei Dank in die Hosen gegangen, muss man sagen, weil sie waren zu gierig. Sie haben nicht die Vorstufe genommen, die wir alle in uns produzieren und die wir auch in der Nahrung zum Teil haben, das klassische Vitamin D, sondern sie haben die aktive Form genommen, die es von diesem Hormon wie auch vom Schilddrüsenhormon gibt. Aber die aktive Form ist dadurch ausgezeichnet, dass sie, wie der Name sagt, hochaktiv ist. Und die kriegt man nicht gehändelt. Wenn man da eine größere Menge von reingibt, hüpft der Körper aus dem Hemd. Und das hat man sehr bald gemerkt in dem Studium, und dann hat man da die Finger von gelassen. Offensichtlich war das Vitamin D nicht handelbar und ist nicht auf die Idee gekommen, die Vorstufe herzustellen und die zu vermarkten. Auf diese Weise ist das Vitamin D am Rande zwar weiter produziert worden von irgendwelchen Pharmaunternehmen, aber sie ist nie im Zentrum des Interesses gewesen, da man damit kein großes Geld machen konnte. Aber wenn man es also hat, dann ist es in vielfältigen Dingen ganz wesentlich. Und noch einmal zurück zur Natur und zur Sonne. Gleichzeitig mit diesem frühen Beginn der Sonne auf der Erde war auch der Beginn des Lebens, nämlich mit den Tierchen, die wir heute so sehr fürchten, den Viren und Bakterien. Die waren sogar vor uns da. Das heißt also, der Mensch hat sich zusammen mit Bakterien und Viren entwickelt. Und das bedeutet, dass die Natur damit umgehen kann. Das heißt, diese Symbiose zwischen Bakterien und Viren, die wir inzwischen langsam anfangen zu verstehen, im Mikrobiom, ja, unser Magen, unser Darm würde es nicht tun ohne diese Tierchen, die funktioniert im Miteinander und nicht nur im Gegeneinander. Und dazu gehört eben das Know-how, mit diesen verschiedenen Tierchen umzugehen. Und das hat die Natur perfekt gelernt, nicht im verkürzten Teleskopverfahren wie unsere Impfung jetzt, sondern über Millionen von Jahren. Immer getuned, immer besser gemacht. Und das ist heute so perfekt, dass dieses System mit diesen Milliarden von Bakterien und Viren, die in uns drin sind, perfekt klarkommt. Genau, und wir sehen ja inzwischen auch schon, dass wir identifizieren können, welche der gesunden Bakterien im Darm in der Lage sind, zum Beispiel den Coronavirus einzufangen und schädlich zu machen. Ja. Und gleichzeitig mehren sich die Studien, die zeigen, dass Vitamin D auch über die bekannten Wirkungen hinaus noch eine extreme stärkende Funktion hat, eben genau auf diese Darmbakterien, die für die Abwehr zuständig sind. Sodass da also an allen Stellen das Vitamin D so eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und ich bin ja immer ein probiotischer Befürworter, also für eine Medizin, die das Gesunde, das Vorhandene stärkt und nicht gegen etwas kämpft. Und ich sage auch immer, das Milieu entscheidet, ob sich ein Virus einsetzt oder nicht, mag er noch so toxisch sein. Und ich glaube, Ihre Arbeiten über die letzten Jahrzehnte haben doch sehr deutlich gezeigt, dass man mit der Vitamin-D-Supplementierung Enormes erreichen kann. Ja. Warum fällt es dem Staat so schwer, anzuerkennen, dass es ein Immunsystem gibt und dass das ein Vitamin-D-Spiegel braucht, damit es intakt bleibt? Ja, es passt nicht ins Businessmodell. Die Marge ist zu klein. Und das habe ich nicht erfunden, sondern Big Pharma hat das ja ehrlich gesagt. Man hat gefragt, angesichts der anderen Problematik, dass wir zunehmend Antibiotika haben, die nicht mehr funktionieren, resistente Keime haben, die mehr funktionieren, was es übrigens in der Natur nicht gibt. Unsere eigenen Antibiotika, die seit Millionen von Jahren auf dem Markt sind, kennen keine Resistenz. Sie wirken immer noch gegen Bakterien und Viren, während die anderen eben sehr rasch in die Resistenz gekommen sind. Aber man könnte ja neue produzieren. Man hat Big Pharma gefragt, könnt ihr neue machen oder macht ihr demnächst neue? Nö. Warum nicht? Könnt ihr das nicht? Doch. Ja, warum macht ihr das nicht?
weil uns die Marge zu klein ist. Das ist eine klare Aussage der Pharmaindustrie selbst, ihnen war die Marge zu gering. Und bei Vitamin D ist die Marge zu gering. Ja, sie kriegen eine Jahresdosis für 20, 30 Euro. Das ist nothing. Damit macht man sich nicht mal die Fingernägel schwarz, geschweige denn sonst. Das ist das Problem. Ja? Es ist bekannt, dass es günstig wäre, aber man kann kein Geld damit machen, dann kann man dann anderen Leuten überlassen. Ich habe im Studium gelernt, wir haben ein Immunsystem, das braucht einen gewissen Range von Vitamin D im Blut. Und ich habe vor einigen Monaten mal in den Altenheimen, die letzten Altenheime, die ich noch betreue, habe ich Vitamin D-Spiegel gemessen, weil ich wollte beweisen, was ich als These sowieso schon lange vermute, dass diese Vitamin D-Spiegel natürlich unterirdisch sind. Ja. Sie waren unterirdisch im Sinne von 5. Ja. Wo wir eigentlich 30 Nanogramm haben mindestens müssen. Haben sollten, ja. Und auf Intensivstationen liest man auch immer häufiger von anderen Ländern, dass die mal mutig sind und Studien machen, ja, und feststellen, dass Menschen auf Intensivstationen, die an diesem Virus erkrankt sind, eben auch unterirdisch, wirklich unterirdische Vitamin-D-Spiegel haben. Und wie gut ist jetzt die Studienlage zum Vitamin D? Also die Studienlage braucht man nicht nach irgendwo ins Ausland zu gehen. Die Uniklinik in Heidelberg hat alle ihre im ersten Ansturm ihre Covid-Patienten nicht nur therapiert nach dem anerkannten Standard zu dem Zeitpunkt, sondern sie hat auch Vitamin D gemessen. Und dann hat man nachträglich katalogisiert und was kam raus? Wer weniger als 20 Nanogramm hat, was ja noch schon ganz gut ist, der hat schon das zehnfache Risiko, auf Intensiv zu landen, in den Löffel abzugeben. Wer weniger als 10 Nanogramm hat, da war das Risiko 15-fach. 15-fach die Wahrscheinlichkeit, auf Intensiv zu kommen und zu versterben. Also das 15-fache, das muss man sich auf der Zunge zeigen, das 15-fache Risiko wegen einer Infektion. Schwerst zu erkranken. Ja. Alle anderen Dinge raus, Diabetes raus, alles andere war uninteressant. Alleine Vitamin D ist dafür verantwortlich, wenn es da ist, das runterzufahren, harmonisch ablaufen zu lassen oder eben die Karre geht hoch. Das sind mehrere Dinge, die zusammenkommen. Wir gucken ja alle gerade so viel nach Israel. Da war doch auch eine Studie aus Israel, die jetzt kam zum Vitamin D. Das war doch auch erschütternd. Israel hat etliche gebaut, genau in die Richtung. Ich glaube um 25%. Wenn der Spiegel unter 20 war, war das die Wahrscheinlichkeit, auf Intensivstationen zu kommen, um 25%. Ja, geht in die gleiche Richtung. Wobei die Israelis da mitreden können. Die leben zwar in einem sonnenreichen Land, aber die haben eine Truppe, die sehr konservativ ist, die einen dicken Hut rumläufen, immer schwarz gekleidet sind und so. Mhm. Die haben null Vitamin D, genauso wie die mohammedanischen Brüder nebenan. Die haben auch null, sage ich immer, aber irgendwo 8, 5 oder 10 oder sowas. Das heißt, die haben in hohem Grade Diabetes, denn auch der Diabetes ist vom Vitamin D mit abhängig. Aber die haben auch eben hohe Todeszahlen bei anderen Erkrankungen, weil ihnen das Vitamin D fehlt. Ja? Wer es nicht in der Sonne bekommt und nicht einwirft, der hat das Manko und dann hat er das Problem. Was würden Sie jetzt sagen, in der Winterzeit, wir haben den Virus noch am Krassieren, was sollte der normale Durchschnittsbürger, 70 Kilogramm schwer, wie viel Vitamin D, wie viele Einheiten sollte er nehmen? Ja. Also ich würde ungeachtet jegliche Diskussion über Impfen oder Nicht-Impfen, können Sie vergessen, ob Sie geimpft sind oder nicht geimpft sind. Wenn Sie nicht genügend Vitamin D haben, haben Sie ein Problem, wenn der nächste Virus vorbeikommt. Deswegen auf alle Fälle für jeden, der nicht schon supplementiert, mindestens 5000 Einheiten pro Tag bei 70 Kilogramm Körpergewicht. Wer 160 Kilogramm hat, der muss eben das Doppelte einwerfen. Ansonsten reicht die Dosis nicht aus. Vitamin D hat mit Homöopathie nichts zu tun, sondern da muss man wirklich die Substanzmengen haben, die man wirklich braucht. Und dann funktioniert das. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Da wir auch im Sommer nicht mehr rausgehen, sollte man bei uns Sommer wie Winter supplementieren. Dann ist man auf der sicheren Seite. Und eben zusammen mit der Dosis kommt dann immer das Argument, ja, aber es ist ja toxisch. Nein, es ist nicht toxisch. Es ist erst dann toxisch, wenn man extreme Mengen zu sich nimmt. Extrem heißt 40.000, 50.000 pro Tag über Wochen und Monate. Dann kann es dazu kommen. Warum? Vitamin D ist eine Vorsubstanz, probiotisch. Vorsubstanz, die der Körper in großen Mengen vorhalten kann, sicherheitshalber, für den Fall, dass er es braucht. Braucht er es, aktiviert er es und das Aktive, das ist dann hochaggressiv. Aber davon macht er nur so viel, wie er braucht.
Und da kann schon mal irgendwas aus dem Ruder laufen, je nachdem, was für eine Erkrankung vorliegt, dass das passiert. Aber es ist extrem selten. Hunderttausende von Leuten supplementieren und da ist so gut wie nie irgendetwas passiert. Wie ist es denn immer mit der Bioverfügbarkeit? Wenn jetzt jemand als Patient da sitzt und sagt, ich bin jetzt gerade, habe Fieber, ich habe Geschmacksstörung, also ich glaube, der Virus hat mich erwischt. Wenn er in dem Moment anfängt mit dem Vitamin D, Wie viel sollte er dann nehmen? Also dafür gibt es den sogenannten Vitamin D-Hammer. Der stammt nicht von mir, sondern das Wort Hammer ist hier eben geläufig, sondern das stammt aus dem Englischen. Und zwar sind das kanadische Familienärzte gewesen, Hausärzte, die haben gesagt, vor Jahren schon, ohne dass Covid da war, bei uns ist im Winter nichts los. Unsere Patienten bekommen alle Vitamin D und die machen die ganzen Grippeakten, machen die nicht mit. Sollte doch mal einer kommen und einen Infekt haben, dann bekommt er von uns den Vitamin D-Hammer. Der sieht so aus, dass er an dem Tag, egal ob er supplementiert oder nicht, 30.000 oder 50.000 Einheiten auf einen Sitz eventuell sogar zweimal bekommt. Mhm. Das kann man sich ohne weiteres leisten, weil wir wissen aus der Biologie heraus, dass aus 10.000 Einheiten, die man einwirft, gerade mal eine Einheit im Blut wird. Das wird also so verdünnt, dass da um ein Nanogramm nach oben geht. Konkretes Beispiel, jemand ist gut dabei, hat 40 Nanogramm. Wenn er jetzt 10.000 einwirft, hat er 41 Nanogramm. Das ist Natrium. Wirft er 50.000 ein, geht er auf 45 Nanogramm. Das macht auch nichts aus. An den Zahlen. Mhm. Aber im Körper macht es sehr viel aus. Und das wissen wir seit etwa 2-3 Jahren, fünf Jahren von der Publikation, dass das Vitamin D an dem Tag, wo wir es einwerfen oder in der Haut machen, schwimmt das im Blut ungebunden herum und kann in die Zellen hinein diffundieren. Die Zellen baden also sozusagen in dem Vitamin D. Dann marschiert das in die Leber. Die Leber verarbeitet das, wird also hydroxyliert. Und was dann daraus kommt, ist dann schon ein Hormon. Und dieses Hormon wird vornehm, wie alle anderen Hormone, Schilddrüsenhormon, Sexualhormon, in einer Kutsche spazieren gefahren. Nämlich an ein Hormon Bindesglobulin angeflanscht. Und dieses Globulin hat die Eigenschaft, knickrig zu sein. Das setzt nur bestimmte Mengen frei. Dafür gibt es einen Begriff, das ist eine sogenannte Dissoziationskonstante. Und die sorgt dafür, dass die Halbwertszeit von diesem Vitamin etwa 3 bis 4 Wochen ist. Das heißt also, wir haben lange Zeit, von dem Vorrat haben wir was. Aber eben immer nur kleine Mengen. Während das, was wir an dem Tag einnehmen oder was wir produzieren, in beliebiger Menge zur Verfügung steht. Deswegen ist es so wichtig, jetzt komme ich auf Ihre Frage zurück, wenn man einen Erreger ans Wachsen gebracht hat, lohnt es sich trotzdem nochmal, diese hohe Dosis einzunehmen, weil dann baden die Zellen, dann kriegt das Immunsystem richtig nochmal einen ordentlichen Schub. Es lohnt sich also. Kann man zwei, drei Tage lang machen und dann ist die Sache gegessen. Mhm. Wie auch ein normaler Infekt nach 2-3 Tagen weg ist. Dass wir eine Woche lang brauchen, liegt daran, dass unser Immunsystem hier in Ordnung ist. Ja? Ja. Da wird die erste Truppe, die normalerweise schon auf den Schleimhäuten darauf wartet, dass was passiert, die wird überrannt, weil sich da nichts tut. Und dann gibt es eine riesengroße Viruslast im Körper. Und die wieder aufzuräumen, das kostet den Körper riesen Kraft und Zeit. Und das ist die Woche. Normalerweise am zweiten Tag ein bisschen Schüttelfrost, ein bisschen Temperatur, dann war es das. Erledigt. So einfach könnte es sein. Da waren doch auch englische Studien, die noch mal gezeigt hatten, da hat man doch in Altenheim, hat man doch kostenlos Vitamin D. Die Franzosen waren es, ja. Auch nicht alle und nicht überall, aber Herr Anweiler in ein paar Heimen, wo er wohl zuständig war, hat es geschafft, wieder die übliche Haltung, doch Vitamin D auszugeben. Und da hat es natürlich auch Covid Infektionen gegeben. Vorher hat man nicht darüber geredet, wenn die Grippe war, aber jetzt wurde ja darüber geredet und siehe da, in den Altenheimen passierte nichts. Das war übrigens die Schweiz. Da ist Covid durch so ein ganzes Altenheim durchgeschossen. Da ist keiner gestorben. Null. Obwohl die genauso alt waren wie Anna. Und die Kantonsärztin hat gesagt, das ist ein Wunder. Ein Wunder ist da passiert, weil sie es nicht erklären konnte. Das Wunder war ganz einfach, hat dann Hausarzt geschrieben. Das Wunder heißt Vitamin D. Diese Patienten oder diese Menschen im Altenheim haben alle Vitamin D bekommen. Und die Studie bei den Franzosen ist so gelaufen, dass die im Verbund waren, das war ein großer Konzern, der hatte einzelne Heime, wo supplementiert wurde und andere, wo nicht. Und dann hat man bei der eigenen Krankenstation auch noch einmal manchmal Vitamin D gegeben, in anderen Fällen nicht. Und am besten sind weggekommen die, die schon auf der Station vorher bekommen hatten. Und dann im nächsten Schritt diejenigen, die bei der Aufnahme bekommen haben und die nichts bekommen haben, die haben es dann ausbaden müssen. Ja.
Also es gibt ganz viele unterschiedliche Settings, wo immer wieder gezeigt wird, wer Vitamin D hat, dem geht es einfach besser. Ja, und noch besser wahrscheinlich, wenn Vitamin C auch noch dazu gegeben wird, weil da ist die Studienlage ja seit Jahrzehnten auch völlig eindeutig. Ja. Absolut. Warum? Der Hintergrund ist der, die Natur fährt nie einen Weg alleine, sondern sie hat immer verschiedene Möglichkeiten, sie abzufedern, zu verstärken und so weiter. Und warum Vitamin C so interessant ist, ist der Grund, dass Vitamin C wie Vitamin D beide entzündungshemmend wirkt. Das heißt, habe ich ausreichend Vitamin C, habe ich ausreichend Vitamin D, kriege ich keine Pneumonie. Ja, das heißt, meine Lunge, die wird zwar infiziert, aber es kommt nicht zu dieser überschießenden Entzündung, an der die Leute dann sterben. Ja, und dann kommt gleich Omega-3 dazu. Und dann noch Omega-3 dazu, auch da wissen wir ja, das alte stinkende Fischöl. Ich habe übrigens noch Lebertran bekommen in der Schule. Scheußlich. Und habe dann viel, viel später, erst als ich mal in Norwegen war, gelernt, dass Fischöl durchaus schmackhaft sein kann. Und als ich dann gesagt habe, aber euer Fischöl damals, das hat nicht geschmeckt, da hat er gegrinst und gesagt, jo, wir haben euch das alte Ranzige verkauft, ne? Das gute Fischöl nehmen wir selber. Und heute kann jeder die Probe machen. Es gibt also Fischöl nicht nur als Kapsel, sondern in Flaschenform, wie ein Haushaltsöl. Das kann man mit einem Löffel zuführen oder in Salat tun oder und es schmeckt vorzüglich. Wobei ich ja der Fan der Schizophytum und der Nanoalge bin. Ja, wie ich auch sie das. Voll nenne, ne? Also die direkten Produzenten eben der EPA und DHA-Fettsäure und das natürlich am besten direkt als Öl, gar nicht erst in Kapseln. Das war mein Traum, als es in Erfüllung ging, als dieses Öl kam, weil dann brauchen wir die letzten Fische noch aus dem Meer rauszuholen und umzubringen, um noch für alle Öl zu machen. Dass man ganz konsequent zu Ende gedacht hat und gesagt, die Fische machen das Öl ja auch nicht, sondern die fressen die kleinen Krebschen und die Krebschen fressen die Algen. Also können wir doch dann gleich die Algen nehmen, wirken die aus und holen dann das Öl raus. Mühsames Verfahren, technisch gesehen, aber inzwischen so perfektioniert, dass man es zu einem vernünftigen Preis anbieten kann. Ich glaube, wir haben es dem Fraunhofer-Institut zu verdanken. Die hatten, glaube ich, 8 Algensorten, oder alle Algensorten auf den Prüfstand gestellt und haben 8 Algen identifizieren können. Nee. Und 2 davon waren es letztendlich, die jetzt eben im Süßwasser produziert werden. Okay, also wissen Sie mehr als ich. Das habe ich so im Ernst nicht mitbekommen. Aber ja, wenn man sucht, findet man was. Ja. Ja, man muss nur schauen und dann, wenn wir haben die tolle Technologie, wir müssen das technische Know-how, was wir haben, nicht unbedingt benutzen, um Atomstrom zu machen. Man kann auch sein technisches Know-how auf andere Weise, zum Beispiel indem man Algen züchtet. Ja. Ja, dann haben wir last but not least unser Kurkuma, die Heilpflanze Nummer 1 aus meiner Sicht. Ja. Unglaubliche Studienvielzahl, Beweise ohne Ende, dass sie wirkt bei Entzündungsprozessen, bei Autoimmunprozessen, bei Virusinfektionen. Ich glaube, mit den 4 ist jeder gut aufgestellt, wenn die Viruserkrankung in die Nähe rückt. Ja, also das ist diese alten Heilpflanzen, sind ja nicht zufälligerweise vom Himmel gefallen, sondern über Jahrtausende von den Menschen gesucht und gefunden worden und haben uns begleitet. Und, aber auch da wieder, selbst wenn man ein teures Präparat herstellt, das kann man nicht vergleichen vom Preis mit einem patentierten Medikament. Und deswegen lohnt das alles nicht. Es wird schlecht gemacht, aber es ist eben nicht schlecht. Ja, ja, Kurkuma ist ja wie Ingwer und Myrrhe und Weihrauch, Weidenrinde, nicht? Das ist ja altes Heilwissen der Weltmedizin, was uns da zur Verfügung steht. Und ja, ich liebe es, an diesen Heilpflanzen zu forschen und zu schauen, was gibt es da an neuen Studien und was da fast täglich berichtet wird, ist einfach unglaublich. Und so wunderbar, dass unser Planet so viel zu bieten hat. Ja, ich finde es auch gut, dass Sie das als Ihr Werk jetzt ansehen, dass Sie dieses alte Wissen nicht nur ausgraben, sondern eben auch in eine moderne Sprache übersetzen, dass der moderne Mensch verstehen kann, auf der einen Seite, und vor allen Dingen, dass er auch in die Gelegenheit kommt, über diese Dinge verfügen zu können. Dann kann ich hier nach China reisen, um da entsprechend Produkte zu verstehen, sondern man sollte in der Lage sein, das zu transferieren, in eine Form zu bringen, dass der 0815 Deutsche, der gängige Deutsche, in der Lage ist, auf diese alten Naturheilmittel zurückzugreifen. Klar. Ja, und es sind ja so viele Menschen in allen Kulturen seit Jahrtausenden unterwegs, forschen, zu schauen, wie kann ich
das Leben meiner sozialen Gemeinschaft, meines Stammes erleichtern, bereichern? Was stellt uns die Natur da zur Verfügung? Und dieses überlieferte Heilwissen, das ist ein echtes Fund. Ja. Nicht? Und wir maßen uns an, so mit den letzten 70, 80 Jahren Schulmedizin, jetzt alles zu wissen. Und alles, was vorher über Tausende gesammelt wurde, von sicherlich Menschen, die es gut gemeint haben, wird einfach so vom Tisch gewischt. Ja gut, manchmal ist es nicht so effektiv, scheinbar nicht so effektiv, weil es nicht so schnell funktioniert. Das ist übrigens auch ein anderes Beispiel von wegen Infektionskrankheit. Im Grunde genommen sind ja die von ganz wenigen Viren abgesehen die meisten relativ harmlos als Atemwegsinfekte. Aber es gibt natürlich auch schwere Infektionskrankheiten wie Tuberkulose. Auch die Tuberkulose ist vor 100, 200 Jahren mit Hilfe von Vitamin D geheilt worden. Ja, wir hatten damals die sogenannten Höhenkurorte, die in Wirklichkeit, oder Luftkurorte, die in Wirklichkeit Höhenkurorte waren, weil die Sonne da intensiver schien und die Sonne in den Menschen Vitamin D ausgelöst hatte, bevor man das entdeckt hatte und wusste. Aber nach einem Jahr kamen die Leute von Davos oder sonst wo zurück und waren von ihrer Tuberkulose geheilt. Das hat also funktioniert. Nur dann gab es irgendwann ein Antibiotikum und dann, ruppdiwupp, ist die Sonne vergessen worden. Aber sie funktioniert, auch heute noch. Ja, also ich bin wirklich gespannt, ob wir irgendwann feststellen werden, dass Menschen auch mit einem kleinen finanziellen Aufwand durch Ausgeben an Geld für Vitamin D Krankenhausaufenthalte, Intensivstationsaufenthalte vermeiden können, ohne dass man größere Maßnahmen mit Spritzen anwenden muss. Vielleicht wird das später mal rauskommen, aber die Zahlen sprechen dafür, ja, dass wir durch Vorbeugung mit Vitamin D 5000 Einheiten pro Tag, im Notfall mal sogar bis 30, 40, 50.000 Einheiten, Hammermethode, einen entscheidenden Beitrag leisten können, einen Krankenhausaufenthalt zu verhindern und dass wir zusätzlich mit Vitamin C, mit Omega-3-Fettsäuren und Kurkuma einen Beitrag leisten können, zusammen mit gesunder Lebensführung und ja, einer guten Lebenseinstellung, körperliche Aktivität, körperliche Aktivität, Meditation und natürlich gesunde Ernährung, dass wir ausreichend ein Milieu schaffen können, das es einem Virus sehr, sehr schwer macht, hier Fuß zu fassen. Ich möchte aber noch zwei Tipps aus dem Alltag erwähnen, die ich auch was gelernt habe. Der eine ist der, dass Vitamin D, das ist lange bekannt, ein fettlösliches Vitamin ist und wirklich Fett braucht. Da reicht der Tropfen in einem Präparat nicht aus. Also wenn ich auch ein in Öl gelöstes Vitamin D habe, reicht die Resorption dann nicht aus. Das heißt also bitte Vitamin D, egal ob als Tropfen oder in Tablettenform, immer mit einer fettreichen Mahlzeit. Da soll man mindestens 4-5 Gramm Fett oder eben ordentlicher Löffel von Olivenöl oder Algenöl dazu. Und das Zweite ist, was auch ganz wichtig ist, Vitamin D funktioniert nicht ohne Magnesium. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Wir haben alle schon einen Magnesiummangel, weil wir das Grünfutter nicht mehr zu uns führen, wo das Magnesium drin ist. Und wenn dann Vitamin D noch in hoher Menge oder in großer Menge angeboten wird, braucht der Körper das Magnesium, um das Vitamin D umzuwandeln in den Stufen, die wir eben besprochen haben. Und wenn jetzt dann Vitamin D nicht ausreichend da ist, dann kann die Umwandlung nicht passieren und dann funktioniert es trotz der Vitamin D. Das heißt, das Magnesium ist wichtiger als das K2? Ja. Das K2 brauchen wir nur für den Knochen. Das K2 ist für den Knochen wichtig und ist generell ein wichtiges Vitamin, aber die Aussage, dass der Körper Vitamin D braucht, damit Vitamin K funktioniert, die stimmt nicht. Wir brauchen Magnesium, dass Vitamin D funktioniert. Ganz, ganz essentiell. Und zwar an mehreren Stellen. Also von daher ganz wichtig, wer sich entschließt, Vitamin D zu supplementieren, sollte auch Magnesium supplementieren. Es gibt jetzt diese Mischung in öliger Form, D3, K2, Magnesium. Das auch wenn wir dann hohe Einheiten nehmen, sehr viel Tropfen, haben wir da nicht zu viel K2? Also im K2 tue ich mich noch so ein bisschen schwer, wobei ich glaube, dass auch da keine Überdosierung stattfinden wird, weil wir bilden normalerweise K2 in unserem Mikrobiom. Und wenn wir da die richtige Zusammensetzung haben und den Tierchen geht es gut, die das K2 produzieren, dann haben wir eine ordentliche Produktion an K2. Mhm. Also damit kann der Körper wahrscheinlich umgehen. Das ist nicht das Problem. Ja, großartig. Danke für Ihren Besuch hier in meiner Praxis in Steinhude. Ich freue mich sehr und
ja, wünsche Ihnen alles Gute weiter bei Ihrem Wirken. Vielen Dank fürs Zuhören.